Auf ein Wort vom Regal. Heute mal vor einem anderen Regal. Es steht nämlich hier in unserer Münchner Niederlassung. 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hier tätig. Und ich genieße das immer, mal in München zu sein. Warum? Da ist diese Distanz zu meinem eigentlichen Standort Hamburg. Und ich kann mal nachdenken. Im Flieger, im Hotel, aber auch hier in der Niederlassung. Es steht nicht ständig jemand im Büro. Das Telefon schrillt nicht ständig. Und wann nehmen wir uns denn diese Zeit schon? Mal ganz ehrlich, wann nehmen wir uns mal Zeit für uns selbst und denken über Grundsätzliches nach? Und ich meine damit ohne Ablenkung, ohne dass der Fernseher nebenbei läuft, ohne dass man ständig das Smartphone checkt oder in seine E-Mails guckt. Wann machen wir das? Mich hat inspiriert ein Artikel in der Brand 1. Da wurde mal gesprochen über wichtig und dringend. Da wurden die Dinge mal sortiert. Und ist ja ganz klar, wenn etwas wichtig ist und dringend, dann arbeiten wir das sofort ab. Gar keine Frage. Wenn etwas dringend ist, aber nicht so wichtig, machen wir das auch. Ja, ist ja Zeitdruck da. Wenn allerdings etwas überhaupt nicht dringend ist und auch nicht wichtig, lassen wir es liegen. Ist ja auch nicht so schlimm. Vollkommen klar. Aber was ist mit diesem Feld hier? Was ist mit den Themen, die wichtig sind, aber nicht so dringend? Nun, wir schieben sie oftmals vor uns her. Und dabei sind gerade das doch die bedeutenden Fragen und Themen. Mal ganz im Ernst, wann haben Sie das letzte Mal, und ich meine damit wirklich ohne Ablenkung, 2 oder 3 Stunden übers Unternehmen, über Ihr Unternehmen nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal 1, 2, 3 Stunden, vielleicht bei einem Strandspaziergang, über dich, deine Zukunft und grundsätzliche Fragen nachgedacht? Ich mache das auch viel zu wenig, ganz im Ernst. Wir sollten es ja wahrscheinlich öfter machen, denn die grundsätzlichen Fragen sind die entscheidenden.